Guti und zurück hier bei The Division. Wir haben das letzte Mal hier. Wir haben eine neue Ladung gebracht. Bei Ihnen alles klar? Ja, wir stellen schon die nächste Ladung her. Okay. Wir müssen jetzt reichlich Vorrat haben. Wir haben das Hauptquartier der Cleaners gefunden. Die benutzen eine Baustelle als Operationsbasis und Nachschublager. Lässt sich nur schwer verstecken, wenn man genug Napalm kocht, um ganz Canarsy zu grillen. Was Captain Benitez sagen will, ist, dass sich dort auch ihre Hauptproduktionsanlage für Napalm B befindet. Ohne die Anlage wären die Cleaners ein sehr viel kleineres Problem. Natürlich können sie nicht einfach da reingehen und den Stecker ziehen. Dieser Joe Farrow ist anscheinend ihr Anführer und er hat die Hälfte seiner Leute zur Verteidigung zusammengezogen. Die müssen sie ausschalten, sonst wird das nichts. What the fuck? Was mache ich denn hier? Hallo und willkommen zurück. Ich wollte deren Gespräch da jetzt gerade mal nicht so unterbrechen. Fickt euch doch. Junge, Junge, Junge. Mann, da rennt man einmal unbehelligt über die Straßen hier. Oh, Idioten, Deppen. Willkommen hier zurück bei The Division. Wir haben das letzte Mal aufgehört mit unserer Geiselrettung in der U-Bahn und ein bisschen Straßensäubern und den ganzen Geschiss. Und hatten gesagt, dass wir uns jetzt hier mal so ein bisschen... Alter, wo piepst du hier? Naja, hatten gesagt, dass wir uns hier um die Sicherheitsgüter mal kümmern wollen. Die nächste große Mission, die uns da ansteht. Und dann machen wir uns jetzt, mehr oder weniger auch mal direkt auf den Weg hin. Ich bin gerade überlegen, ob wir nicht vorher noch irgendwo eine kleine Zwischenstopp einlegen. Und unsere Munition mal ein bisschen auffüllen. So, besonders, wenn das hier auf den Straßen weiterhin so aussieht. Wo haben wir denn den nächsten Zwischenstopp? Kann ich eine Blitzreise hinmachen zu der Mission? Blitzreise. Ja, geil, kann ich sogar. Sieh mal eine an. Geil, dann machen wir jetzt erstmal die Blitzreise ins Safehouse. Füllen da Munition und alles auf. Und dann kümmern wir uns um unsere Mission. So rum. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Unsere Sicherheitsgüter brauchen wir schließlich, um unsere Flügel von unserem Sicherheitsflügel da auszubauen. Also, ne, die Erweiterung auszubauen, lauter so ein Geschissel. Und da interessiert mich im Ehrlichsein ganz wirklich mal, was passiert, wenn man so einen Flügel auf 100% ausbaut. Habe ich bisher nämlich auch noch nicht gemacht. Auch nicht bei meinem anderen Spielstand, den ich hier habe. Und deswegen würde mich das echt mal interessieren. Das Problem ist halt nur, dass man irgendwie pro Gebiet hier tatsächlich nur eine große Mission, glaube ich, pro Flügel hat, also pro Gütertyp. Deswegen kann man sich da leider nicht so 100% auf eins konzentrieren, es sei denn, man macht immer nur die Nebenmission für die eine. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Aber das ist mir dann auch zu wenig. Weniger kehren zurück. Ey, komm her, ich will Spieler suchen. Agenten finden, Spieler suchen, blablabla, Schwierigkeitshässlich. So. Agent, die Cleaners legen immer neue Brände und uns fehlen die Mittel, sie zu löschen. Wenn wir ihre Napalmproduktion nicht... Wunderbar, da haben wir auch schon eine Gruppe gefunden. Oh Gott, immer diese Ladezeiten. Ich muss mir dringend mal... Ich weiß nicht, hat einer von euch das mal ausprobiert, in die PS4 eine SSD-Festplatte einzubauen? Kriegt die dann tatsächlich wesentlich bessere Performance, oder hängt die dann trotzdem nur so rum? Also, die Frage ist halt, ob sich das preislich überhaupt lohnt, mit dem Speicherplatz. Das ist halt... Das ist so die Frage, die ich mir dabei noch stelle. Weil, naja, so ein Terabyte SSD... Boah, da muss man halt erstmal bezahlen, ne? Da muss voller Napalm und Benzintanks sein. Wenn sie einen Tank finden, machen sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht, dass die Cleaners das Zeug holen, wenn sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was sie damit anrichten können. Okay. Ey, come on. Wow. Okay. So, sehr schön in der Luft geholt. Lebt hier sonst gerade noch irgendwas? Nee, gell? Au. Wo denn? Ach, da oben. Da oben sitzt du, Wichser. Komm her. Depp. So, dann schauen wir mal weiter.
Überwachen Sie die Umgebung. Ich hab so ein komisches Gefühl. Au. Wow, hätte einer sagen können. Junge, ich hab gar nicht gesehen, dass die oben standen. Heide, nein. Puh. Knippi, knappi. Na bei Saki. So, ja, können wir noch gerade Munition auffüllen? Ja gut, hätte gar nicht ins Lager gehen müssen. Das hätten wir auch so noch auf die Kette gekriegt. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, heißt doch so schön. Ist besser, als wenn ich hier dann später stehen würde und keine Munition mehr hätte. Die Mission ist das. Es fällt mir wieder ein. Asoziale Scheiße hier. Was hältst du davon? Sieht die Charge okay aus? Gar nicht schlecht. Wir wären es lieber gewesen, wenn es uns nicht auf die Schädel eingeschlagen hätte. So. Ach, hab ich nicht so. Hoppala. Ruf mal und sag den Jungs, sie können ihre Tanks... Oh, warte, Felice, sind ja, sie da? Ja, schön ein bisschen okay. Hier durch die... Gegen Sneaken. Ja, ein bisschen sneaky, sneaky hier. Oh, wer hat denn da schon wieder Palaver gemacht? Da kann ja eigentlich schon einer gewesen sein, hä? Ey, kann ich das Ding mal bitte unbrauchbar machen? Dem wäre ich sehr dankbar. Ah, fuck, wieso sehe ich denn von hier oben kaum was? Ah, fuck you. Mensch. Ich muss wieder runterlaufen. Du wirst gar nichts, Typ. Uiuiui. Ich sehe schon, das wird ja acht mit der Munition werden. So. Dich haben wir platt. Und wovon schießt von hier drüben noch was? Und manchmal hätte ich das Gefühl nicht bloß, dass ich hier echt ein bisschen blind durch die Gegend eiere. Kann ich hier nichts machen? Mensch! Da hat dich Boom gemacht. Ach, muss ich dich kaputt schießen oder was? Ah, okay. Das erklärt einiges. Dann wollen wir hier jetzt mal weiter. Erst nochmal auffüllen. Komm mal her, Typ. Wo bist du denn? Hier, Teammate. Okay, dann schalte ich das Ding an. Aufgepasst, Leute, wir haben Gesellschaft. Lasst alles stehen und liegen und legt die Schweine um. Uh-oh. Hoppala. Hoppala. So, sehr schön. Den haben wir erwischt, den Tank. Au. Geh da oben runter, du Spacken. So, gut. Er ist ein bisschen werfen gekommen. Haltet sie vom Tank fern. Habt ihr gehört? Ihr dürft sie nicht zum Tank lassen. Nur so rein tontechnisch, wo hier überall Schüsse herkommen, würde ich sagen, dass wir noch einen im Team haben. Hoppala. Bisschen verzogen hier. Wow. So, hier kriegen wir mal ein Geschütz da vorne hingesetzt. Hoppala. Nein. Gehst du da weg. Ja, aber ich glaube, ich habe gerade rausgefunden, wie ich wieder so eine Rolle machen kann. Ja, yep.
sehr angenehm. Kann einem echt krass weiterhelfen, der Mist hier. Wow! So. Wow! Autsch. Wichser. Das hat mich hier... Alter, der macht echt, haut echt gut Damage raus, du. Oh, come on. Was zum Geier bist du? Rette mich. Komm mir doch entgegen, du Idiot. Danke. So. Jetzt könnt ihr mich mal alle muscheln hier. Scheiß Granatwerfer-Fuzzis da. Stirb! Ach, jetzt weiß ich, wer das ist. Wir haben da oben scheiß Sniper sitzen. Du Wichser. Okay, machen wir das anders. Den Typ krallen wir uns. So. Oh, oh Typ! Ach, fuck! Der denkt gerade auch, oh Mann. So. Renn. Uah! Nein, Entdeckung. Komm raus. Alter! Wirklich jetzt? Das ist wohl ein schlechter Scherz. Schnell kann doch keiner zoomen. Okay, laden wir erstmal nach. Ah, gut, er hat ihn. Ja, nice. Danke, Mate. So. So, dann schalten wir den Generator auch noch ein. Okidokidoki. Jagt die Scheiße in die Luft. Zünder verteidigen. Ist gebombt, man. Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausbrennen. Viele Leute zählen auf uns. Unsere Familien, unsere Freunde, die ganze verdammte Welt. Deswegen müssen wir diese Linie gegen jeden verteidigen. Selbst wenn sie sagen, sie kämpfen der Regierung, wir wissen, dass sie... Alter, willst du mich verarschen? Wenn wir sie hier aufhalten, können wir die Stadt noch retten. Sogar die ganze Welt. Wenn wir sie hier durchlassen, war all unsere Arbeit umsonst. Und das werden wir nicht zulassen. Wie kriegen wir das Geschütz da vor die Nase gesetzt? Du explodierst, das ist immer sehr schön. Schön, vor allem viel wert. Okay. Er sneakt da hinten überall herum. Hey. Na, come on. So. Leg mich doch. Puh. Oh, fuck. Sorry, man.
So, nice, der ist down. Whoop. Jetzt aber raus hier. Oh, come on, der Zünder, der Zünder. Sehr schön. Geh in die Luft. Komm schon, komm schon. Zeig dich, zeig dich. Oh. Wir gehen. Ah ja, sehr schön. So, dich haben wir auch down. Nur damit Sie es wissen, wir konnten die Explosion von hier aus sehen. Und jetzt es einmal hier noch mehr oben rum. Im Gebäude geben. Oder wo lang? Kümmern Sie sich zuerst darum und dann um Joe Farrell. Ah ja, hier ist ein Tor. Okay, gehen wir doch besser dadurch. Besser als oben rum. Fahren wir schneller, glaube ich. Ja. So, analysieren. Wiederherstellung. Echo aktivieren. So, gibt's hier irgendwas zu untersuchen? Sieht mir fast nicht danach aus. Ne, gehen wir einfach mal weiter. Komm ja schon, Typ. Nur die Ruhe, nur die Ruhe! Alle Zeit der Welt, mehr oder weniger. Okay. So, dich haben wir. So, dann wollen wir hier rüber. Jetzt sehen wir da hinten den Tank noch. Haha. Puff. Noch klar, lad einfach nach. Alles cool, alles cool. Wow. Alter! So, dass wir nicht mal Glück haben, wa? Na, komm raus, komm raus. Das zeigt dich. Au! Fuck. So, das läuft doch gar nicht so verkehrt hier. Wow! Alter! Also manchmal ist das echt. Zurück, dann sammeln wir uns am Wachturm wieder. Und da halten wir sie auf. Habt ihr verstanden? Diese Stellung dort werden wir halten. Und die werden sich nach wünschen, sich nie mit uns angelegt zu haben. Ich glaube, das wünschen die sich jetzt schon. Aber das scheint die nicht so wirklich aufzuhalten. Hier irgendwo durch? What? Alter, habe ich hier schon wieder irgendwas verpasst? Wo ist der denn? Ach, da! Hoppala! So, dachte ich, die falsche Waffe in den Händen gehabt. So. Wer ihr auch seid, ich schätze, ihr seid Bundesagenten. Aber das ist egal. Alles klar. Und genau deswegen werdet ihr sterben. Die Männer, die euch gegenüberstehen, tun das, wozu niemand sonst die Eier hatte. Sie hätten fliehen können. Sie könnten zu ihren Familien gehen. Aber sie bleiben, um das Geschwür auszubrennen. Was tust du da? Ach so, einsam, ich verstehe. Sie haben sich geopfert und dann... Okay, nachvollziehen. Oh, die nehmen wir mit. Weil ihr nicht Mann cool. Genug seid, das zu tun, was getan werden muss. Das wird nicht klappen. Meine Jungs sind besser. Wir ziehen diese Sache hier durch und zwar so. Zur Not. Über eure Leichen. Das kann doch gar nicht gut enden hier. Nope. Neue Waffe, Munitionslager, beziehungsweise Munitionskiste. So. Na, dann gucken wir mal, was Joe Farrell so macht, hä? Den müssen wir nämlich gerade suchen.
Oh, wenn der Bildschirm vorher schwarz wird, ist das nie gut. Niemals. Zumindest habe ich das bisher noch nie erlebt, dass sowas dann gut endet. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich erkenne gerade die Mission wieder. Oh, fuck. Whoa, der ist schon da unten. Alter, ich komme mal zu dir. Das kann zu zweit echt witzig werden hier. Junge, Junge, Junge. Das kann niemals gut enden hier. So. So, du bist auch tot. Komm, hier waren wir. Ach, da unten. Wow. Mann, 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 die spaßen hier gerade echt nicht rum, du. Genau, gerade hier rüber irgendwo. Wow, 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 wow. Keep calm, Digga. Kann ich von hier oben überhaupt irgendwas reißen? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Sorry, Mate, ich komm runter, ich komm runter. Hier bin ich schon wieder. Na, komm, zeig dich, zeig dich. Wow! Alter! Die geht mir entschieden zu sehr auf den Sack! Danke! Ah, sehr schöner Schuss, Digga! Ah, komm, komm, komm! Okay, nutzen wir die Zeit zum Nachladen. Und zwar alles. Scheißdreck wirst du, Meister. Wow. Au, au, au. Uh-oh. Zack. Geh mal bitte hier rüber auf irgendeine andere Seite. Aber ich werde nicht darauf warten, dass der da hinter unserem Rücken auftaucht. So, noch fehlen hier nämlich ein paar Leute, die am Leben sind. Na, come on. Geil. Ah, sowas hier liebe ich ja. So eine Szenerie. Typ, ich kann dich immer noch sehen. Boah. Irgendwie hält der Sniper dafür nicht ruhig genug. So. Warum dauert das denn so lange? Sorry, ich hab Probleme mit den Gurken am Tank. Jetzt ist alles in Ordnung. Das wurde aber auch Zeit. Ah.
fuck! Ah, fuck, 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 fuck. Meine Fresse, manchmal stelle ich mich aber auch echt scheiße an hier. Wow. Von wo? Hier ist nicht mal einer. Oh. Au, 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 au. Ach, von da oben. Scheiße. Ja. Ah, Digga, wo bist du? Du bist oben, okay. Vielleicht doch nicht, okay. Alter, ich kann gerade gar nichts machen hier. Ja. Nein! Ah, oh, fuck! Sorry, mate. Sorry, sorry, sorry. Mann! Fuck, scheiß Tasse, ey! Ach, I'm sorry. Dürfen wir jetzt das Ganze nochmal spielen oder nur, wo der Typ jetzt wieder rauskommt? Bitte, come on. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun hier. Warten Sie einen Moment. Ich muss da jetzt raus. Warum dauert das denn so lange? Sorry, ein Problem mit dem Großen am Trank. Jetzt ist alles in Ordnung. Okay, wir müssen ein bisschen die anderen Typen im Auge behalten, die hier rumgerannt kommen, wie so bescheuerte Affen mit ihrer Axt. So, den haben wir schon mal kaputt. Der kommt da rübergelaufen gerade. Wow. Wow. Alter. Ach, Mann. Boah, entspann dich, Junge. Entspann dich. Ich weiß nicht, zu zweit? Wie? Ich weiß, also ja gut, ich muss auch ehrlich sein, ich weiß nicht, ob es mehr werden, wenn wir mehr Spieler sind. Ja, ja, komm, brenn, Baby. Boah. Ah, da wäre ein Medipack gewesen. Ich hätte es haben wollen. Mann, Mann, Mann. Ganz, warten Sie noch einen Moment. Kann ich denn hier gerade Fertigkeiten, die da, dahin, sehr schön. Wow, ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Okay, das ist Schwachsinn, auf den zu gehen. Erstmal müssen wir hier unsere... Au! Spezies da aufhalten. Oh oh. Ja geil, wie soll ich denn das jetzt oben machen? Wow! Alter, seit wann kannst du denn sowas? Nein, 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 nein! Wieso drücke ich bitte schon immer Kreis? Wieso drücke ich Kreis? Ja, sorry, ja. Ich könnte mir hier gerade... Puh...
Okay. Keep calm. Ganz. Warten Sie noch einen Moment. Ich muss da jetzt raus. Ich glaube, der Typ könnte mich hier gerade auch killen. Habe ich so das Gefühl. Jetzt ist alles in Ordnung. Das wurde aber auch. Wow, 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 der ist schon hier? Nein, was zum Geier? Wow. Ich frag mich immer noch, auf wen die anderen da unten ballern. Wow, 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 wow. Okay, wo bist du? I'm coming, Digga. Kann ich dich noch wiederbeleben? Ja. Wow, das dauert aber. Ey, wo hängst du denn da jetzt fest? So. Das sieht doch so ein bisschen nach Taktik und Plan hier oben aus gerade. Wow! Verpiss dich! Verpiss dich! Nice! Sehr geil! Alter, du hast mir jetzt gut runtergehauen. Respekt! Au! So, direkt mal alles einsammeln hier. So, du kommst hier doch bestimmt gerade hochgelaufen, oder? Oder auch nicht? Oh, anscheinend nicht. Wow. Heide Nei. So. Geil, doch noch geschafft. Mann, 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 hätte ich jetzt echt nicht gedacht, du. Ich habe gedacht, das wird zu zweit ein bisschen happiger, aber gut, da oben in dem Rundgang ging das Ganze dann taktisch zumindest ein bisschen besser. Von daher haben wir das, glaube ich, noch ganz gut gemeistert hier. Besser als ich gedacht hätte zumindest, auch wenn ich ein bisschen Scheiße gebaut habe. Jemand hätte Jill Ferrer sagen sollen, dass Verbrennen gesundheitsschädlich. Ein, zwei Vibes hätten bestimmt vermieden werden können, wenn ich Viereck statt Kreis gedrückt hätte. Aber nun gut. So. Und abwärts. Und runter da. Alles klar, Schirm. So, aus der Gruppe gehen wir aber mal raus. Tut mir leid für dich, Typ, dass du jetzt ausgerechnet mich als Partner hattest. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. Und bei euch verabschiede ich mich jetzt auch wieder. Wir sind jetzt schon wieder lang genug unterwegs. Eigentlich schon fast länger wieder, als ich gedacht hatte oder gewollt hatte. Aber
Er hat ja alles gepasst und dementsprechend sage ich einmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis demnächst. Tschüss!